Black Glatze Hype! Jetzt sind wir schon ein bisschen aus der Übung, muss ich sagen. So. Das ist Stardew Valley. Ich habe hier schon mein eigenes Haus. Wir haben, oh ne, ich bin noch im Herbst. Stimmt, ich war noch gar nicht im Winter. Ich war fast im Winter. Mir fehlen noch 3 Tage und dann bin ich im Winter. Und heute ist sogar ein Fest. Seht ihr mal, wir haben das große Herbstfest heute auch noch. Sehr gut. Ich muss mich wieder dran erinnern, wie die ganzen Hotkeys gingen. Shit! F war das Journal. Ah genau, ich hatte keine Quests mehr, ich hatte alles geschafft. Das Wetter, glaube ich, war uns auch mittlerweile egal. Die Geister sind nicht zufrieden. Mein Kind haben wir da oben noch, das wird gerade großgezogen. Yay! Erstmal ein paar Mal an die Decke werfen! Ihre Grafik. Ja, es ist eher so Pixel-Art-Style und alles. Und ich kann euch ja gleich mal sagen, das ist meine Frau. Das ist hier Abigail, ja. Der kleine Zocker-Goth und so. So ein richtig niedliches, entspanntes Spiel. Ah, ich habe diesen Ort schon immer geliebt, noch bevor du eingezogen bist. Jetzt kann ich die Farm erkunden gehen, so oft wie ich will. Hier können wir auch Geschenke geben und sowas. So, und dann können wir jetzt mal schauen. Oh Gott, ich hätte sie fast gesetzt. Ich weiß nicht, was ich gerade eben gemacht habe, aber es war sehr verwirrend. Ich würde gerne... Wo ist... Genau. Genau. Wir waren gerade dabei, weil ich ja schon relativ viel hier gemacht hatte und alles. Ich glaube, wir waren gerade dabei, die Achievements zu sammeln. Wenn wir sowieso gerade auf dem Weg zum Ende des Jahres waren. Und da hatten wir mehr zur Auswahl. Collections, Achievements, genau hier. Museumskollektion, hier sind die Achievements schon ziemlich komplett. Das werde ich nicht machen, weil es dauert sehr, sehr lange und das ist brutal. Jedes Rezept kochen dauert auch sehr lange. 25 verschiedene Rezepte ist in Ordnung, jedes Rezept ist, puh. Jedes Item craften, das lassen wir auch weg. Jeden Fisch fangen, das lassen wir auch weg. Das will ich machen. Aufträge von den Bewohnern. 40 Stück insgesamt machen. 15 von jedem Gemüse, von jeder Frucht, von jedem Anbauding. 300 von einer. Ich bin eher so der Monokulturist. Ne? Und jedes Item shippen. Genau. Dann das Einzige, was mir achievementmäßig jetzt noch fehlt, was ich auf jeden Fall machen will, sind die 40 Help Wanted Requests. Und die Items, die ich geshippt habe, das ist schon relativ vollständig. Und ich wollte meine Skills noch maxen. Mining habe ich Stufe 9 von 10 und Fishing auch 9 von 10. Da wollte ich gerade das auch fertig machen. So. Baby ist immer noch ein Baby. Ja. So, das ist meine Farm. Die Wohnung habe ich übrigens auch selbst eingerichtet, da was eben gesehen wurde. Ich muss hier nur wieder ein bisschen reinkommen. Und da habe ich zum Beispiel hier... Ich habe schön viele Tiere. Ich liebe euch alle sehr. Das ist wichtig, ne? Ich liebe dich sehr, ich liebe dich auch sehr, ich liebe dich auch sehr, dich liebe ich auch sehr und dich liebe ich auch sehr. Ich weiß jetzt nur nicht an... zu was für einer Uhrzeit genau. Können wir die Schafe scheren? Zu was für einer Uhrzeit genau... Das Schaf, Mann, nicht die Kuh scheren! Heute ist ja das Fest, dieses Spirit's Eve, aber ich glaube, da müsste nochmal eine... Anzeige kommen. Achso, und die ganzen Tiere, die wir hier haben, die sind alle nach den Zuschauern und nach den meinen Patreon-Supportern benannt. So. Und da kannst du jetzt zum Beispiel mit den Tieren... Ah, ich habe gerade versucht, das Schwein zu melken. Du kannst die Tiere melken, du kannst Käse daraus machen, du kannst aus der Wolle Stoff machen. Die Sachen kannst du wiederum verkaufen oder die Milch kannst du mitnehmen. Oder das... Schon wieder Schwein versucht zu melken. Oder den Käse zum Heilen für Dungeons mitnehmen und solche Sachen. Hallo Jojo! Enderal ist vorbei, du musst keine Leute mehr umbringen, leg die Sense weg. Sorry! Der Drang ist manchmal einfach zu hoch.
Man kann Alice Madness Returns in 8 Stunden durchspielen. Wenn man sich Zeit nimmt, kommt aber gerne auf 12 bis 15 Stunden. Oh, okay. So, mein Trüffelapparat. Dann natürlich die Tiere rausgehen lassen. Macht es euch draußen gemütlich. Meine süßen Hasen und Hühner. Nein, nicht die Milch trinken. Nicht die Mama. Da ist Shizu, hier, guck. Shizu aus unserem Chat. Shizu, da ist sie. Madness Returns kann man in 8 Stunden durchspielen. Wenn man sich die Zeit nimmt, kommt aber gerne auf 12 bis 15 Stunden. Okay. Erstmal die Eier hier. Eier, Eier, Eier. Ah, mein wunderschönes Feld. Ich weiß gar nicht, meine Schleimfarm, um die habe ich mich noch irgendwie gar nicht so wirklich gekümmert. Ach genau, ich erinnere mich. Ich wollte meine Skills maxen, Help Wanted Requests machen und was war das letzte? Die Dungeon Quests wollte ich noch machen. Ich wollte alle Monster töten, weil dann die Dungeon Quests hatte ich auch fast komplett gehabt. Und ich glaube, dafür gibt es zwar nicht in-game hier ein Achievement, aber es gibt auf jeden Fall ein Steam-Achievement dafür. Normalerweise bin ich, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ, der Achievements hunten geht. Aber Stardew Valley fand ich, als es damals released wurde und jetzt eigentlich auch noch, fand ich so schön. So schön zum Entspannen. Und ich habe immer oder oft 2 Stunden Dark Souls 3 gespielt und danach Stardew Valley gespielt. Das war immer die perfekte Abwechslung. Immer um die Nerven zu beruhigen. Ne? Pferd haben wir auch schon. Es gibt Dungeons, ja. Absolut. Also nicht in der Farm selbst, aber es gibt eine Mine. Und in dieser Mine kannst du halt, ja, halt immer tiefer weiter reingehen und sowas. Auf neue Monster treffen. Ich bin jetzt schon auf dem maximalen Level halt der Mine gewesen, natürlich, weil ist ja schon relativ gegen Ende jetzt. So. So, es gibt auch mehrere Bereiche und so. Und ja. Mittlerweile habe ich auch das stärkste Schwert. Jetzt muss ich meine Fishing-Runde machen. Mal sehen, ob ich noch alles finde. Ah, okay, alles klar, genau. Das Festival wird gerade vorbereitet. Das heißt, ich kann gerade gar nicht meine Fishing-Runde machen. Das heißt... Genau, und die meisten Leute habe ich auch schon gut befreundet und alles. Fürs Achievement brauche ich nicht mehr, also sind sie mir egal. Kann man bei Stardew Valley auch Kirschbäume anpflanzen? Ja, ich habe sogar einen Kirschbaum. Der blüht nur aktuell nicht, weil Herbst ist. Ich glaube, im Sommer war mein Kirschbaum aktiv. Aber du kannst auch Kirschen pflanzen, ja. Immer noch meine Katze lieben. Ich muss kurz meiner Frau ein Geschenk machen. Ich meine, wenn wir schon mal gerade hier sind. Meine lila Abigail mag natürlich Amethysten. Oh, ich liebe es. Du bist wirklich der Beste, Jacques. Ich weiß. So. Gut. Dann lass uns in den Süden reiten. Ich habe eine Angel. Und dann kann ich noch ein bisschen gemütlich hier mitlesen bei euch. Wir angeln noch ein bisschen, ein paar Fische sammeln. Jetzt nicht bei dem See hier, bei dem eigenen Heimsee kommt nicht viel. Und der Kirschbaum ist auch schön pink im Sommer. Oder vielleicht war es auch im Frühling. Wann blühen Kirschbäume? Ich bin mir nicht sicher. Und ja, es ist sehr hübsch. Der Kirschbaum ist sehr hübsch. Wir können auch ein bisschen seltenes Holz farmen gehen. Mein Pferd ist zu fett. Wenn schon kein Tier, dann ein Baum. Genau. Das ist hier seltenes Holz. Ganz am Anfang muss man diesen... Hier ist auch die Musik immer sehr schön. Übrigens. Hier gab es auch ein Secret. Da hinten bei der Statue.
Und ich glaube, am Anfang ist der Wald noch... Weg da! Der Wald noch durch etwas versperrt. Muss man auch erstmal herausfinden, wie man hier reinkommt. Oder überhaupt erstmal die kleine Ritze sehen, wie man hier reinkommt. Im Herzen wirst du immer der vertrocknete Kirschbaum vor Stones Farmhaus sein. Der ist nicht vertrocknet, ich habe mich gut um diesen Kirschbaum gekümmert. FSK 6, ja. Es könnte sogar sein, dass Stardew Valley FSK 0 ist. Hier gibt es auch einen Magier, einen Zauberer. Die Charaktere haben auch so ihren eigenen Charakter, wortwörtlich. Ich hänge fest, Hilfe. Haben ihren eigenen Charakter, reden auf ihre eigene Art und Weise mit dir. Bist du irgendwie mit den Geistern im Wald vorangekommen? Ja, Forest Spirits gab's ja auch. Und hier kannst du eigentlich noch gar nicht rein, erst wenn du gut genug befreundet mit ihm bist, wenn du oft genug mit ihm geredet hast, genug Geschenke ihm gegeben hast. Und hier unten hat er dann so eine Wandlungsmaschine. Und hier kannst du dein Aussehen ändern. Also bitte, Stone, eine Ritze nicht sehen. Tut mir sehr leid, ja. Eigentlich bezeichne ich mich ja immer als Ritzenexperte, aber das funktioniert nie so ganz. Meine Energie ist heute auch schon so niedrig bei Stardew Valley, an diesem Tag. Was ist denn los? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, und die dunklen Stellen waren am besten zum Angeln, genau. Ich habe auch fast überall, also nicht überall, aber auf großen Stellen auf der Karte habe ich... Nein, daneben. Was habe ich da verteilt? Diese kleinen Boxen, wo du... Deswegen habe ich in meinem Inventar, falls du es gesehen hast, knapp 500 Köder. Du kannst nämlich so Köder in bestimmte Boxen reinlegen und damit Fische anlocken. Oder was auch immer da anbeißen wird. Ich glaube, der Baumstamm ist auch immer ganz gut zum Angeln. Baumstamm oder dunkle Flächen. Und die steigern auch den Fishing-Skill. Und jetzt mittlerweile, ich habe, glaube ich, den halben Herbst oder vielleicht sogar schon den ganzen Herbst, habe ich jeden Tag bin ich alle Köder, alle Käfige, in denen ich was fange. Ich habe schon das gesamte Meer vor diesem Dorf hier abgefischt. Wir haben gar keine, eigentlich bin ich sehr schlimm mit der Umwelt hier unterwegs. Aber, ja. Alles abgefischt. Weil das normale Angeln hier, das ist dann doch schon eher langweilig. Als Ritzenexperte kann man auch etwas anders verstehen. Findest du? Ist das so? Bist du dir sicher? Ja, in den dunklen Bereich. Bin wieder da, willkommen zurück. Ich kenne dieses Spiel nicht. Das ist Stardew Valley. Wo es hauptsächlich darum geht, deinen Bauernhof groß zu ziehen. Und ich bin fast durch damit. So, warte, ich gehe jetzt nochmal kurz nach rechts, weil ich immer noch nicht weiß, immer noch nicht nachgeguckt habe, wann genau das Fest jetzt losgeht. Kann ich jetzt schon rüber? Hat das Herbstabschlussfest bereits begonnen? Soundeffekte sind super, ja. Ich glaube, die Meldung kommt dann nochmal. Ist halt richtig so ein süßes kleines Spiel. Das ist super, wenn du entspannen willst. Ich habe so oft schon Leuten geholfen, sich schlafen zu legen. Mit Stardew Valley im Hintergrund, während die süßen kleinen Geräusche kommen. Und so weiter. Oh, jetzt vielleicht ab 7? Oder war das Fest erst ab 8? Mehr, ja, ja, Stone, mehr. Ja, mehr. Ich habe meine ganzen Käfige im Meer platziert. Ne? Irgendwie dachte ich, wäre Angeln hier auch nicht schlecht, aber irgendwie kriege ich nur Algen. Ich glaube, das ist nicht die optimale Stelle dafür. Yay!
wäre hier ein Fisch. Ich gehe nochmal um 8 Uhr rüber. Gleich ist 8 Uhr, dann können wir nochmal gucken. Warte, hier war noch eine Schatzkiste. Nein! 8 Uhr immer noch nicht? Ich probiere es einfach nochmal kurz. Fahrschule üben, schon wieder. Oh, steht jetzt demnächst dein Führerschein an? Immer noch vorbereitet. Das war ein Fest, was ziemlich spät war, aber... Es war doch nicht so spät! Das ist ein Teichstone, maximal! Was laberst du? Du kannst nicht mal das Ende vom Meer sehen. Du weißt nicht mal, wie groß es tatsächlich ist. Das ist ein Meer. Ich komme nicht in den dunklen Bereich, nein. In den tiefen Bereich. Schon 9 Uhr, immer noch keine Meldung. War das erst um 10? Ich will es nicht verpassen. Ich weiß nicht mal, ob es irgendwas Neues bei dem Fest geben wird, weil es gab was zu gewinnen beim Fest, aber das habe ich eigentlich schon gewonnen. Ich probiere es jetzt einfach jede Stunde einmal aus und dann sehen wir, ob das reingeht. Hallo? Immer noch nicht. Krass. Das macht mich wütend. Ich muss jetzt diesen Baum fällen. Jetzt geht's mir besser. Oh, da steht's. Das Fest hat begonnen. Okay. Los! Sollte eigentlich auch mal langsam den Führerschein machen. Wieso, Niffer? Wie alt bist du denn, wenn man mal fragen darf? Bobo. Na, wie geht's? Nicht zu nah zum Käfig. Ach, die Skelette habe ich schon... Schon letztes Jahr hatte ich die Skelette zuhauf hier erledigt. Es ist ziemlich cool, und hat noch gemeint. Ist aber gruselig, wie realistisch sie sich bewegen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass die nichts Neues zu sagen haben, die Leute. Ich hab noch kein Rezept gehabt für Jack-O-Lanterns. Ich muss ja eigentlich meine Sachen einrichten. Ich glaube, die grüne Vogelscheuche hatte ich schon. Ich bin zu ängstlich. Ich bin zu erschrocken. Ja. Hayley ist die Diva hier schon immer gewesen. Ich bin 18. Ach so, siehste, 18 ist ja noch absolut in Ordnung. Da musst du dich nicht hetzen, oder so. Guck, da ist die Schatzkiste. Vielleicht sammle ich nochmal die Schatzkiste ein. Vielleicht machen wir das ja. Und bekomme langsam Angst, wie ich von A nach B kommen soll. Gibt es bei dir nicht viele irgendwie Busse, Straßenbahnen und so weiter? Du musst mir sagen, was dahinter liegt. Ich kann nicht weiter. Spinnen, verstehst du? Kein Problem, Abigail, kein Problem. Sie sind so gruselig. No glow ring, no. I have a glow ring, but I think it's only in my... You know, in my stash, in my house. But I also... I don't need a glow ring. I only have buff rings for combat. Yay! Golden Pumpkin! Ich weiß gar nicht mehr, was es gebracht hat. Man bedenke, ich bin älter als Stone. Ich habe erst letztes Jahr den Führerschein gemacht. Hab 46 Jahre ohne Führerschein überlebt. Siehste, geht easy. Easy! Achso, Onida hat gesagt, 46 Jahre ohne Führerschein und Kira älter als Stone und noch kein Führerschein. Ja,
Es kommt immer darauf an, wo du wohnst. Wenn du halt irgendwo mehr auf dem Land wohnst und zum Arbeiten mehr in eine Stadt fahren musst und kein gescheiter Bus fährt oder ein Bus nicht oft genug fährt oder irgendwie sowas, dann ist es schon von Vorteil, wenn du halt natürlich einen Führerschein machst, aber wenn du die ganze Zeit in einer Großstadt oder in der Nähe einer Stadt wohnst und auch nicht planst, woanders hinzuziehen, infrastrukturmäßig, dann ist es absolut in Ordnung, dann reicht das absolut. Dann brauchst du nicht unbedingt einen Führerschein. Aber persönlich finde ich einen Führerschein sehr praktisch. Einfach allein schon, um spontan sprungfähig zu sein. Hattest du einen produktiven Herbst? In der Tat, ja. Es wird kalt wegen dem Winter. Ich hoffe, ich kriege morgen nochmal eine Ernte, aber ich glaube fast nicht. It's very useful, especially since nights are so dark. Yeah. I mean, I'm nearing the end of year 2 and I've just grown accustomed to the brightness of the night. Or the darkness of the night, so I never really use the glow ring. But maybe I should try it. So. 12.10 Uhr, meine Energieleiste ist am Boden. Wo ist mein Knoppers? So, das nehmen wir noch mit zum Verkaufen. Die Sachen platziere ich da drin. Später. Also mit später meine ich, sobald ich mehr Milch habe und so weiter. Jetzt ist es aber erstmal spät. Wir müssen ja auch langsam ins Bettchen. Das schmeiß mal weg. Das hat auch noch ein bisschen Geld gebracht. Fische verkaufen, glaube ich, hat auch etwas gebracht. Hazelnuts brauche ich auch nicht wirklich. Knoppers gibt's nur um 9:30. Das Leben ist hart. Manchmal denkt man sich, eigentlich will ich vom Leben nur ein Knoppers. Und was bekommst du zurück? Nichts. Kann ich eigentlich das auch hier draußen irgendwie hinstellen? Nein. Oh, es wird spät. Ich werde mein Kind einfach immer wieder erschrecken. Oh yeah. Warte, kann ich das auch auf dem... auf dem Nachttisch? Nice. Auf dem Nachttischlein. Da stellen wir uns den Pumpkin hin. Okay, auf zur Frau in die Kiste. I got a glow ring before year 2. I just couldn't see. I applaud your eyes. Thank you. Even though I'm wearing contact lenses, if I hadn't had any contact lenses or no glasses on, I couldn't see anything too. Literally nothing. Well, not literally, but you know what I mean. Also, forgive me for the English. It's no problem. I'm also no native speaker. I mean, you can hear it. We are all just giving our best. Nachts ist es schön ruhig auf deiner Farm. Da gibt's wohl keine Füchse? Nee, gibt keine Füchse. So, letzter Herbsttag. Gucken wir mal. 10.000 in der Nacht gemacht, ein Goldbarren, nice. Ich würde jetzt schon gern in den Winter eigentlich hier reinschalten, um zu gucken, wer im Winter als erstes Geburtstag hat. Abigail, willst du schon einen Goldbarren? Was? Ich kann kaum glauben, dass wir endlich verheiratet sind. Ja, ne? Ich auch nicht. Bip. Immer, wenn ich meinen Sohn sehe, frage ich mich, ob man Liebe stacken kann. Ich möchte ihn nämlich öfter in die Luft werfen. Ne? Fiddlehead Risotto. Oh, das hatte ich noch nicht. Die Fiddlehead Ferns sind wunderschön, aber schmecken ansonsten ziemlich fade. Deswegen musst du ganz genau darauf aufpassen, was für Gewürze du benutzt. Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht sehr einfach, ein gutes Fiddlehead Risotto zu machen. Aber mit meiner Hilfe wirst du die besten Chancen haben, das zu erreichen. Nice, neues Rezept. Neues Rezept, yay, ich hab mich verklickt.
So, kochen. Ach so, kochen habe ich noch nicht vorhin gezeigt. Hier fehlt mir noch ein Rezept. 1, 2, 3, 4 Rezepte fehlen mir noch. 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt habe ich vielleicht eins doppelt gezählt. 8 oder 9 auf jeden Fall. Aber die meisten Sachen kann ich ja schon machen. Ich habe leider erst zu spät herausgefunden, dass man im Fernsehen die Rezepte lernt. Sonst hätte ich das schon früher gemacht. So, ich habe mittlerweile auch schon aufgegeben. Also, was heißt aufgegeben? Ich habe es aufgegeben. Nee, aber ich melke. Ich habe die längste Zeit jeden Tag jede Kuh gemolken und immer so schnell es nur ging. Oh, warte, hier noch ein paar Trüffel. So schnell es ging, die Schafe geschert, aber wenn du das machst, wirst du wahnsinnig. Achso, und die Schweine sind da, um aus der Erde Trüffel zu finden. Und nachts gibt es zwar keine Füchse, aber nachts können bestimmte Events passieren. Ein Event hatte ich bis heute noch nicht. Und zwar, es kann angeblich eine Hexe über deine Farm fliegen, auf einem Besen, ja. Und diese Hexe kann eines der Eier, die deine Hühner gelegt haben, zu einem Void Egg machen. Ein Ei der Dunkelheit, ein Ei der Leere. Und dann kannst du ein schwarzes Huhn züchten. Ich weiß nicht, was es bringt, außer dass die schwarzen Eier mehr wert sind. Sehr rassistisch übrigens, so. Nee, aber du kannst halt diese schwarzen Hühner haben, schwarze Eier, für mehr verkaufen. Das kann passieren. In der Nacht kann auch eine Fee vorbeikommen, die deine Felder schneller großzüchtet und sowas. Ne. Also gibt schon so ein paar Sachen, die man da machen kann. Ein Void Egg, yeah. No. Mach das mal zuerst, okay. Void Egg. Egg of Darkness. Ich weiß nicht, ob man mit dem Ei sonst noch irgendwas machen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur mehr wert. Hier haben wir auch Strom. Oh, meine Katze lieben. Wichtig. Dankeschön. Diese Stromgeneratoren, die sind. Damit kannst du Batterien zum Beispiel craften. Das ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, den Wein verkaufe ich tatsächlich. So. Und die, mit den Batterien kannst du einige Sachen craften. Oder für Quests. Oder verkaufen. I married Abigail too! Definitely we do the best we can. I'll leave this open for a while just because of that. Also, just give her some amethysts. Oh, I know, Believeril. I couldn't marry her if I hadn't given her amethysts all the time. Das schwarze Huhn des Todes, Evil Chicken. So, Caroline möchte einen Kupferbarren, warum auch immer. Weirdo. Aber ich habe hier aus der Mine eine Omnigeode, die können wir noch aufknacken gehen beim Schmied. Und gucken, ob da irgendwas braucht. Hier sind meine, übrigens meine Käfige, ne? Die gehen wir auch gleich ausleeren. Bisschen den Fishing-Skill pushen. Wenn du eine schwarze Henne mit einem Schlaf lange allein lässt, hast du eine kleine Wollhenne oder ein schwarzes Schaf. Was? Echt jetzt? Wenn ich das Wort Void Egg höre, denke ich an Undertale. Oh, ich will auch. Undertale, ich vergesse das immer wieder. Steine. Undertale will ich eigentlich auch noch unbedingt fertig zocken. Jetzt habe ich wieder so eine lange Pause gemacht, dass ich es eigentlich eher komplett spielen will. Nochmal richtig von Anfang an und komplett. Ich mag diese ziehenden Geräusche daraus. Ui, 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 ui. Ich habe auch schon so einige Sachen im Wiki zu Stardew Valley nachgelesen. Einfach nur, weil
auf einige Dinge zu kommen, das ist so crazy, dass du, also... Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, Gil. Und vor allem, Stardew Valley war eins der wenigen Spiele oder eins der Spiele seit langer Zeit, wo ich echt auch Bock drauf hatte und wo es mir auch Spaß gemacht hat, in einem Wiki nachzulesen. Normalerweise bin ich nämlich immer eher so der Typ, der... Oh, Würmer... Oh nice, ist das neu? Jawohl, neues Artefakt gefunden. Sehr gut, ich habe so lange keine neuen Artefakte mehr gefunden. Jetzt nicht, weil ich nicht mehr gezockt hatte, sondern weil einfach kein Loot mehr da war. Und Niameria hat mich einfach getrollt, was? Soggy Newspaper, ja. Oh, da ist noch die News von vor 2 Monaten. Die kannte ich ja noch gar nicht. An diesem abgelegenen Ort geht echt alles an mir vorbei. Genau, ich glaube, das war mein... Dann, ey, wenn wir jetzt gleich den nächsten Tag machen, dann werdet ihr direkt den Winter sehen. Wenn ihr den Winter noch nicht kennt. Ist auch eine schöne Jahreszeit. Mir fällt gerade ein, es ist jetzt gerade Sonntag. Sonntags ist die Zigeunerin da. Kann vielleicht auch mal kurz abchecken, was sie im Angebot hat. Dann zu mir nach Hause einen Kupferbarren holen und den Caroline geben. Warte, Caroline? Caroline. Das war doch die mit den grünen Haaren, glaube ich. Genau, das war die Mutter von meiner Frau. Der Schwiegermutter einen Kupferbarren schenken. Hey, Caroline! Genau, da ist die Zigeunerin. Viel Spaß, Morokai. Hast du hier was Feines? Brenner, Sprinkler, ne? Battery Pack, ja. Eine Pflanze für mein Haus, wieso nicht? Manchmal hat sie auch Ausrüstungs- oder Einrichtungsgegenstände, die man nur einmal bei ihr kaufen kann. Sonntags musst du morgens brav in die Kirche gehen. Ich glaube, eine Kirche gibt es hier gar nicht. Oh nein, nächsten Monat werden meine ganzen Cranberries umsonst sein. All das, was ich gepflanzt habe, dieser riesige Hof, alles weg. Für immer und ewig weg. So, hier hatte ich meine Kupferbarren. Der Honig ist auch fertig. Sehr cool. Honig können wir reinmachen. Die Sachen... Müllfisch kann weg. Genau, die anderen Sachen behalten wir. Aus mehreren Gründen. Ist wohl kein amerikanisches Spiel. Ist eigentlich eine gute Frage. Woher? Wo wurde Stardew Valley entwickelt? Ich bin mir selbst nicht so sicher. So, Caroline könnte hier sein. Caroline könnte hier sein. Caroline! Genau, das ist nochmal checken, ob das die richtige ist. Bitteschön. Nice! Achievement get! Ist das der Kupferbarren, wie ich es wollte? Dankeschön! Hier ist ein bisschen was für deine Mühen. Vielen Dank. Kaum setze ich mich wieder dran. Wer hätte gedacht, dass ich gerade bei 39 von 40 Help Wanted Quests war? Yes! Okay. Dann fehlt mir, glaube ich, gar kein Achievement mehr von denen, die ich auf jeden Fall sammeln wollte. Zumindest die hier in-game angezeigt werden. Steam hat noch ein paar mehr Achievements. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt helfe ich niemandem mehr von euch hier. Ihr seid mir alle egal. Ich habe meine Achievements eingesammelt. Dann, hier haben wir meine nächste Station. Meine nächste Fischstation. Flauschig weich. Ja, unsere Rinde ist eine sehr weiche, zarte. Ja. Genauso wie das Fleisch. Aber wir wissen noch nicht genau, wann wir sie essen wollen. Wir haben uns auch überlegt, sie nur zum Streicheln hier zu behalten. Ist ja klar. Ja. Aber wegen dem Essen, da schauen wir nochmal. Ne? Lecker. Nein, natürlich, Rind, keine Sorge, ja? Keine Sorge. Nicht, dass du jetzt denkst hier, oh mein Gott, Zeit, meinen Panzer zuzulegen. Keine Sorge, alles ist gut.
So, was für Quests hatten wir hier noch übrig? Genau. Dungeon Kill Quests. Die hatten wir hatten sogar alle schon geschafft, nur Schleim hat noch gefehlt. Cool, okay. Nur Schleim fehlt noch, 200 davon, aber das sollte eigentlich ganz gut machbar sein. Solange du nicht auch noch versuchst, sie zu melken, Stone, wieso sollte ich sie melken? So barbarisch bin ich jetzt auch nicht, nur essen. So, und hier habe ich auch den Dungeon fertig. Ich glaube, warte, wo? Ich glaube, ab Stufe 60 oder so? Game ist amerikanisch. Ah ja, kommt doch aus Amerika. Okay. Das sind meine Lieblingsfeinde. Immer wenn Rin sagt, dass sie so flauschig ist, muss ich an die hier denken. Die Geräusche sind so süß. Ich will die eigentlich nie töten. Oh Gott, alles klar bei euch. Schleim, da haben wir wieder. Da sind wieder welche, yay. Ah, ich muss euch leider nicht mehr töten jetzt. Ich glaube, ich würde gerne tatsächlich in den Wüsten-Dungeon gehen. In den Wüsten-Dungeon? Das mache ich dann am nächsten Tag. Beziehungsweise... Ach genau, ich wollte in einen Dungeon gehen. Fällt es mir wieder ein. Ich wollte in den Dungeon gehen, wenn mein Glück an einem Tag relativ niedrig war. Omnigeode, nice. Weil in dem anderen Dungeon, ich habe das Gefühl, da ist es garantierter, dass du auf große Schleimviecher triffst. Noch eine Omnigeode. Was geht ab? Und die großen Schleimviecher, wenn man sie tötet, teilen sie sich auf in kleinere Schleimviecher. Und das Schöne an den Dingern ist, dass... Ich gehe nochmal direkt runter. Das Schöne an denen ist, dass ich dann deutlich schneller die Killquest vollkriege. Oh, guck dir das an, wie viele von denen! Zum Glück machen die mir mittlerweile keinen Schaden mehr. Sie sind einfach nur noch süß. Süß zum Sterben. Zum Sterben süß. Wow, was hier abgeht. Und ich habe die eine Weile lang gefarmt und ich habe so wenige gefunden. Jetzt laufe ich hier durch. Ich glaube, mein Glück ist heute gerade sehr hoch. Belohnung einsammeln. Weil wenn du einen höheren Glückswert an einem Tag hast, dann... Wo guck dir das an? Dann findest du auch schneller Leitern und solche Sachen. Vielleicht sollten wir mal weiter runter gehen. Vielleicht treffen wir hier auch ein paar... Feuerschleimviecher? Bis vor kurzem war es noch ganz cool, hier runter zu gehen. Weil ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwas... Genau, Mining habe ich noch gebraucht. Und Mining ist schneller gestiegen auf den tieferen Levels. Ah, das sind hier gerade keine guten... Keine guten Schleimfarm-Levels, hier ist nichts los. Niemand darf Rind essen! Ich hol schon mal den Senf. Oh, ich hab sogar Senf da. Aber ich glaube, ich habe keine Wurst da. Wurst! Gehen wir mal auf das Stockwerk. Kira googelt jetzt drin.
glaube, da willst du nichts finden. Gott, ist es hier gerade dunkel. Das ist echt dunkel, ne? Wurst. Ganz genau, Dark Smash. Die zensierte Wurst. Oh Gott. Oh, ein Schleimei. Cool. Ich habe ganz vergessen, dass die auch... Das ist bisher so selten passiert. Ich habe vergessen, dass sie auch Eier droppen können. Und mit den gedroppten Eiern kann ich mehr Schleim mir in meiner Schleimfarm züchten. Nur passiert das so selten, dass... Okay, lass uns zurück nach Hause. Über die Abkürzung hier. Ein flauschiger Schmetterling. Fliegen und Fell, ja. Sie isst, was auch immer du willst. Du bist, was du isst. Okay. Nein! Inventar voll? Was? Was für ein Trüffel ist das? Ah, ja, das siehst du, der Trüffel hat doch gestackt. Tu mal nicht so. Ich habe gar nicht mehr Platz gebraucht, Lunge. Oh, da ist noch ein Trüffel. Üp. Rin ist ein Flughund. Fuhur in niedlich. Oh Gott, Fuhur war auch so eine Bestie. Eine Bestie. Was genau hast du bei Google eingegeben? Mich würde auch interessieren, was genau bei dem Suchbegriff Rin herauskommt. Die süße, flauschige Rin. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Okay. Das war nicht das Richtige, aber macht nichts. Recycling ist gut. Wenn ihr irgendwann mal irgendwo unterwegs sein solltet und etwas recyceln wollt und ihr dafür keinen Quarzbarren bekommt, dann hat euch jemand übers Ohr gehauen beim Recyceln. Ohne Quarzbarren geht da gar nichts. Oh, ist der gerade schon am... Der Inkubator ist schon am Arbeiten? Echt? Was brauchen die eigentlich zum Essen? Muss ich die überhaupt füttern? Ich kann mich nicht erinnern, da irgendwann ein Schleimei reingelegt zu haben, aber wie es aussieht, habe ich irgendwann mal gemacht. Okay. Am nächsten Tag geht es dann... Ich gehe dann gleich in den großen Dungeon rein. Und dann schauen wir mal, ob wir da unsere Schleimbedürfnisse befriedigen können. Und wir sind im Winter. Letzter Monat. Krobus hat heute Geburtstag. Was mag denn Krobus? Das ist jetzt das, was ich immer nachgeguckt habe. In Stardew Valley Wiki. Warte, Krobus. Was mag er denn? Beste Geschenke ist unter anderem... Auch ein Void Egg, na, aber auch ein Diamant. Okay, Diamanten habe ich so einige, das ist in Ordnung. Ach so, und die Statue müsste mir etwas geben, was das Lieblingsgeschenk... Genau. Ich habe gehört, diese Statue gibt mir immer das raus, was das Lieblingsgeschenk von der Person ist, die an dem Tag Geburtstag hat. Living off the land. Auf was man achten soll, wenn man... Wenn man ein Kind haben will, aber das haben wir ja schon. Sehr gut. Das Glück ist heute schlecht. Das ist ausgezeichnet.
Das sage ich auch selten, aber das heißt, dass ich wahrscheinlich mehr Schleimviecher bekommen werde. Oder generell mehr Feinde, wenn wir rübergehen. Es ist so kalt da draußen. Ich glaube, der Winter ist gekommen. You know nothing, John. 2500 Münzen, hey! Du warst so eine Hilfe in der Stadt, seitdem du hierher gezogen bist. Jeder sagt mir all die wunderschönen Dinge, die du für sie getan hast. Bitte nehme das hier an als Dankeschön. Ach so, weil ich wahrscheinlich den 40 Leuten da geholfen habe. Ach so, die Zimmerpflanze sollte ich noch platzieren vielleicht. Schleppe ich die ganze Zeit hier das Pflänzchen mit mir rum, aber... Es möchte doch auch nur alles grün machen, gell? Komme ich hier irgendwo? Oh, noch die Zimmerecke vom, von denen. Ich habe so viele Pflanzen hier schon rumstehen. Immer wenn ich irgendwo eine gesehen habe, gekauft. Ach so, und meine Tiere werden im Winter auch nicht rauskommen. Das heißt, viel Spaß da drinnen. Im Gefängnis. Alles so schön kahl. So schön ruhig. Ich liebe auch die Musik von Stardew Valley. Dann zum Museum und Meeresand. Oh, guck mal, wie viel wieder hier im Boden. Vielleicht kriegen wir noch mehr fürs Museum, das wäre klasse. Können wir mehrere Sachen gleich machen. Ich will einmal ins Museum gehen und im Museum dann gleich mal... Ne? Wie heißt's? Die Sachen abgeben, die ich gefunden habe. Das Geschenk dem Typen geben. Und dann... Genau, noch um meine Fische sich kümmern. Die ganzen Stationen da abgrasen. Und dann bin ich erstmal glücklich. Nur die arme Bonnie muss wieder raus. Ja, genau so ist es. Vor allem bei den Tieren drin habe ich sogar eine Heizung aufgestellt in ihrem Stall. Ich habe schon so viel gedonated, aber ich habe schon von Leuten gehört im Stream, die gesagt haben, dass sie sogar bis in Jahr 3 und 4 reingehen mussten, um alles für das Museum zusammenzukriegen. Und das wäre ehrlich gesagt mir persönlich, würde das zu lange dauern. Vor allem auch in den Schätzen, wenn du angelst, da können auch besondere Artefakte drin sein. Ich kann mich noch erinnern, wie eine ganze Weile lang ich wirklich jeden Tag gute 2-3 Artefakte gefunden habe, dadurch, dass ich angefangen habe auszugraben. Und wahnsinnig viele Tippbücher und solche Sachen. Und mittlerweile kriege ich da gar nichts mehr zusammen. Oder jetzt nicht gar nicht. Habt ihr gesehen, dass es trotzdem was gab? Aber deutlich weniger als vorher auf jeden Fall. Willkommen zurück, Don Juan. Oh, Rin, wieso kannst du nicht Pokémon Go spielen? Aber du hast recht, zugucken macht müde, ja, ne? Stardew Valley ist so ein schönes Zen-Game. Was du im Hintergrund aufliegen lassen kannst. Entspannen kannst, vielleicht auch ein Büchlein nebenbei lesen zu Hause. Während irgend so ein Wahnsinniger hier rumläuft. Dann gehen wir gleich in den Totenkopf-Wüsten-Dungeon. Das ist der Dungeon in der Wüste, den schaltest du frei, nachdem du hier bis zum tiefsten Level gekommen bist. Schöner Winterschmuck übrigens. Ich weiß noch fürs Fischen, wie lange es gebraucht hat, um von Skillpunkt 8 auf Skillpunkt 9 zu kommen. Ich glaube, ich bin tatsächlich 10 Tage lang, habe ich jeden Tag
hier meine Köder neu ausgelegt und meine ganzen Fische gelootet und so weiter. Und zusätzlich dazu bin ich auch noch fischen gegangen. Das war vielleicht ein Krampf, Mann. Oh. Wann kommt eigentlich Pokémon Go in die Schweiz? Gute Frage, weiß ich nicht. Nach Deutschland ist es ja auch erst vor kurzem gekommen. Also, gestern? Vorgestern? Seit 3-4 Tagen ungefähr. Google Play Store halt. Okay. Mittlerweile muss ich an Jesper denken, wenn ich das mache. Aber eigentlich klingt das mehr wie der Onion Bro aus Dark Souls. Ich wollte schon 3 sagen. Nee, generell aus Dark Souls. Der Onion Bro. Wie ging das nochmal? Ah, genau. Ticket kaufen. Auf in die Wüste! Ich glaube, da sieht es immer noch wüstig aus. Ich kann das Spiel nicht spielen, weil es zu doof ist, den Standort zu orten. Nein! Achso, dann hat Rin Probleme mit dem Google Play Store. Also, lässt es dich einfach nur nicht runterladen? Oder wo genau hängt es denn bei dir im Google Play Store? Wo geht es dann nicht mehr weiter? Achso, haben wir heute eigentlich im Stream Qualitätsoptionen freigeschaltet bekommen? Weil, falls nicht, könnte ich natürlich die Übertragungsrate jetzt deutlich weiter runterstellen, weil für Stardew Valley brauchen wir nicht so viel. Da kann man das deutlich gemütlicher machen. So, jetzt kommt der Hardcore-Shit hier. Hau ab! Der Damage war hier immer schon zu real. Nein. Nein. Achso, das waren die Viecher. Nichts? Oh, ich die Treppe. Noch lieber hätte ich ein Loch, das kann ich, dann kann ich da Abkürzungen nach unten nehmen und runterfallen. Wenn ich beim Google Play Store Pokémon Go suche, wird mir das nicht mal angezeigt. Oh, nicht mal angezeigt, okay. Nein! Nein! Oh, jetzt bin ich nicht zu Krobus gegangen zu seinem Geburtstag. Dammit. Ich habe extra noch den Diamant. Ich habe doch gewusst, ich habe irgendwas vergessen. Oh, yes. Dieser Bereich ist überrannt von Monstern und auch noch von Schleimen, jawohl. Nur, dass in dieser Höhle hier die Schleimviecher nie so freundlich und nett sind wie in den anderen. Smooth Beats. Speed Buff. Jawohl, große Schleimviecher. Die habe ich gesucht.
Oh, mir fällt gerade auf, dass ich ja jetzt den HTML5-Player aktivieren kann. Echt? Auf Twitch? What? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Genau, in Pokémon Go kriegt man nur die ersten 150 Pokémon. Ich weiß nicht, ob mehr geplant sind, aber momentan ist es so, dass du nur auf die ersten 150 Zugriff hast. Womit ich persönlich jetzt kein Problem habe, weil die ersten 150 oder die ersten 250 waren die besten, ist ja klar. Los, Loch. Ah, siehst du, da ist es. Öffne dich, Loch. Ach so, stimmt, man konnte doch mit der Entferntaste hier so. Als Turbo-Typ hast du schon Zugriff drauf, als Beta halt. Ach so, okay. Doof. Warum würden sie sowas als Beta nur Turbo-Leuten geben? Weird. Oh nein, nicht Mumien! Hau ab, die können nicht sterben! Oder vielleicht können sie sterben, ich weiß nur noch nicht wie. Geh fort! Gib mir ein Loch, schnell! Ich wünschte, ich könnte... Oh, nice. Oh, nice. Zwei Omnigeoden hintereinander. Ich wünschte, ich könnte sofort herausfinden, wie viele Schleimkills ich aktuell habe. Komm schon. Nee. Macht ihr Witze? Nee, 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 nee. So viel zum Thema, dass heute eigentlich ein Tag ist, an dem ich Pech habe, laut Fernsehen. Nein, nein. Wollt ihr echt von mir, dass ich das gesamte Stockwerk hier von Steinen befreie? Zufallsfaktor, wo bist du? Magma-Geoden. Nice, noch mehr Oh, da ist es. Weil da einiges wohl mit der Werbeintegration noch nicht passt. Ah, und da hast du mit dem Turbo-Leuten keine Probleme. Ja, ja, logisch. Mhm. Okay. Interessant, Werber. Mit Werbung passt es noch nicht ganz. Ich frag mich, was genau da nicht passt mit der Werbung. Ob sie mit dem Umwandeln irgendwie Probleme haben oder ob sie ab jetzt halt von den Werbetreibenden verlangen müssen, dass die Werbung immer in einem ganz bestimmten Format vorliegt, dass die auch noch funktioniert in dem HTML5-Player. Oder vielleicht haben sie noch kein System, womit sie Werbung anderer Formate darstellen können. Und wollen vielleicht nicht die bisherigen Kunden vergraulen, indem sie ihnen sagen, ja, eure Werbung können wir nicht mehr spielen lassen, dafür braucht man HTML5. Nein! Nein! Was? Nur Käfer? Laut offiziellem FAQ, our system for ad support is not yet ready for a full release. Ja. Da erklären sie halt nicht, woran es genau liegt, aber das wäre eines... Oh, nice. Das wäre eines der Dinge, die ich mir vorstellen könnte, woran es liegt. Ich will auf jeden Fall noch in Stockwerk Nummer 10, vielleicht ist es wieder ein monsterbefallenes Stockwerk, das wäre cool. Weg mit dem Drachen.
Gute Nacht, Avaton. Es wird langsam spät. Ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Zeit, Käse zu essen! Selbst der normale Käse ohne Stern, selbst nicht mal, selbst der Nicht-Deluxe-Käse halt eigentlich eine ordentliche Portion. Ich glaube, der Deluxe-Käse halt fast jedes Mal so gut wie komplett. Einfach nur ein Drecksdrache hier. Sonst irgendwas? Vielleicht finden wir trotzdem noch hier so eine Schleiminsel oder so. Nee, nur fliegen. Leim. Gut, dann zieh schon mal wieder ab. Es ist schon fast 11 Uhr abends. Frag mich, wenn ich so ganz spät ankomme, kann ich dann immer noch Krobus besuchen gehen? Weil er hat ja nicht wirklich ein Haus, wo er sich einschließt. Er wohnt ja in der Kanalisation. Vielleicht kann ich ihn irgendwie noch schnell bis 0 Uhr besuchen gehen oder so. Should get bombs for the desert mines. I could. Maybe I should. Geht das noch? 11.30 Uhr? Ist das noch in Ordnung? Nice. Oh Gott. 11.50 Uhr gleich. Noch zum Geburtstag. Siehste mal. Weiß nicht mal, warum ich das mache, weil... Wirklich bringen tut es mir jetzt nichts mehr. Aber immerhin etwas. I'm super addicted to this game. Happy to see other people play it as well. Yeah, I've been playing it for quite a long time now. Well, since it was released, I was playing it quite a lot. And then... Right before today, I had about a 3-month break. I think. Oh, 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 warte. Es kann weg. Die ganzen Fischsachen können auch weg. Auch weg. Genau. Ich glaube, mittlerweile kann ich so gut wie alle Edelsteine einfach wegschmeißen, weil... Wir haben ja genug. Wir haben eigentlich genug von allem. So, Holly habe ich, glaube ich, noch nirgendwo da abgelegt. Genau. Ach, Ruby. Das kann auch noch weg. Genau. Neuer Wein. So. Stone, warum Stardew Valley? Das ist doch langweilig. Und Rookie, ich finde dein Gelaber über Gothic mittlerweile langweilig. Denk mal drüber nach. Aber so ist es. Ich persönlich finde Stardew Valley wahnsinnig cool. Natürlich ist es nichts Aufregendes, aber ich finde es wahnsinnig cool zum Entspannen, mal die Beine hochlegen. Und im Prinzip habe ich es ja auch fast durch. Deswegen würde ich es gerne, einerseits, weil ich sehr Bock drauf habe, fertig spielen, aber andererseits auch, weil mir nicht mehr viel dazu fehlt, um es fertig zu machen. Ne? Also fertig machen. Es gibt ja kein offizielles Ende von Stardew Valley, aber ich würde es gerne so bis Ende Jahr 2 machen. Weil das so eine kleinere Grenze ist. Okay. Chip.de hat einen APK oder so Download der Funst.
I got it very recently, so I'm very new to it, despite how I'd like to sound as a hardcore gamer to it. Nice, Billiveril. Ich weiß nur nicht, achso, oh, Omnige, so viele Omnigeoden, wir müssen da gleich mal die alle aufknacken gehen. Genau, ist schon relativ spät. Ich glaube, ich mache noch diesen Tag und dann bin ich erstmal zufrieden. Und zwar, achso, genau, ich wollte gucken, konnte ich mir die Bomben? Megabomb. Oh, shit. Golderz, Solar und Void Essence. Ich muss mal gucken. Ich müsste mir einige davon craften können eigentlich. Winter Root. Wo ist es? Da. Warte, kann ich? Wie viel habe ich? Guck mal, hier habe ich wahnsinnig viel von denen. Genau, zumindest die kann ich mal verkaufen. Das sollte mir auch Skillpunkte geben. Hey Robin! Ich hatte hier noch ein bisschen Holz rumliegen. Yay! Du hast mir einfach Holz gegeben. Du hast mir Holz geschenkt. Ja. Okay. Ich habe ein paar Zäune repariert. Du hast sogar die Wasserschüssel von unserer Katze wieder aufgefüllt. Das ist aber nett von dir. Das Problem ist nur, das friert sofort zu im Winter. Also hast du gerade nichts Produktives getan? Nö. Nein, ich loote zu schnell. Hatte ich hier noch ein bisschen was? Genau. Oh, mein Hopfen geht mir bald alle. Oh nein. Ich glaube, den hatte ich sogar noch vom Sommer und dann hat er mich durch den gesamten Herbst durchgetragen, der Hopfen. Der Hopfen hat mich gecarried. So, dann wollte ich noch Megabomb. Und so, ups. Solar und Void Essences. Habe ich auch auf jeden Fall. Genau, zack, zack. Ups, zack. Und dann. Nein, nein. So, 20 Megabomben. Schauen wir mal, was wir damit reißen werden können. Was wir damit reißen können. So, so. So, so. Gut. Stream ist leider eine Lag-Orgie, ja? Okay. Also ich kann, wir können ab dem nächsten Mal sehr gerne, gerade wenn ich Stardew Valley, streame, dann sowieso. So, da haben wir ein fertig. Ein Schleim. Au! Nein! Keine Ahnung, was das hier bringen soll. Eigentlich brauche ich ja zwei Schleimviecher von einer Farbe, damit das funktioniert, aber... Who the fuck knows? Bomberman! Schauen wir mal, ob das wirklich irgendwas da beschleunigen wird. Die Bomben. Es lohnt sich eigentlich nur, wenn ich so ganz große Steinansammlungen habe und dann alle auf einmal wegspringe. Gehen wir zuerst zum Meer runter. Legen wieder neue Köder aus, dann hier entlang, dann zum Schmied. Die ganzen geilen Sachen aufknacken. Hoffentlich geile Sachen aufknacken, die wir da gefunden haben. Und ich glaube, ich mache heute nochmal einen Dungeon-Tag. Es schneit so stark! Was? Morgen kommt der Härtetest. Ach so, wegen Pokémon Go.
Oh, jetzt wieder... Ach, nice. Ich habe leider jetzt nicht mitbekommen, ob du es geschafft hast, zum Laufen zu kriegen. Aber wenn du meinst, morgen Härtetest, dann scheint es jetzt zumindest schon mal zu starten. Ja, ja, ich meine, Mass Effect und Gothic, ich habe jetzt schon oft genug gesagt, dass das ist halt etwas, worauf ich auch selbst Bock habe. Aber bevor ich ein neues Projekt anfange, wie Mass Effect oder Gothic, will ich meine alten Projekte erstmal abschließen. Und Stardew Valley fehlt halt, wie gesagt, da fehlt nicht mehr viel. Jetzt sind wir in der letzten Jahreszeit vom letzten Jahr. Das möchte ich noch gerne machen und so. Ne. Brauche ich nicht. Iridium, nice. Könnte neu sein. Kodonk. Auch nichts Neues. Stein. Komm schon. Habe ich schon. Goddammit. So viel Zeug, so viel Schrott. Fire Opal hatte ich sogar auch schon abgegeben. Oh. Das hatte ich alles schon abgegeben. Nein. Gunther, du kriegst leider nichts. Oh, hinten Artefaktchance. Buh. Okay. Okay, Pokémon Go funktioniert mit der APK. Nice. Ich hoffe, dass es dann auch, wenn du draußen unterwegs bist. Also ich meine, es gab ja schon Tausende, Zehntausende von Spielern, die ja vor dem Release in Amerika und so. Weil am Anfang wurde, glaube ich, Pokémon Go nur auf den Philippinen und noch irgendwo released. Irgendwo exotischer auf jeden Fall. Und da haben schon in Deutschland und Amerika alle möglichen Leute die APK geladen und damit gezockt. Was? Soll ich nur Müll verkaufen? Nee. Mass Effect kennst du selber nicht. Oh, echt, Rookie? Interessant, interessant. Können wir dann auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht genau, also so ein Tag bei Stardew Valley dauert so 20 Minuten. Jetzt haben wir noch einen Monat circa, das heißt noch 26 Tage nach dem heutigen. Das heißt 3 Tage pro Stunde. Also um die 30 Tage, 3 weniger. Ne, kannst du dir ausrechnen. Das sind 10 Stunden. Stardew Valley, bisschen weniger, 9 Stunden, weil wir haben ja schon einen Tag. Das heißt, wenn ich 2 Streams lang Stardew Valley durchziehen würde, dann wären wir im Prinzip damit fertig. Jetzt gehen wir aber erstmal mit den Bomben in die Mine. Woher willst du wissen, dass ich klein bin? Was? Habe ich gesagt, dass du klein bist? Falls ja, dann... Zumindest nicht körperlich. Just kidding. Morgen in dem Kaff hier, ja. Aber auf Wiesen können ja auch Pokémon kommen. Ach so, woher willst du wissen, dass ich klein bin? Aber Don Juan hat dir geschrieben, glaub mir kleiner, aber du hast @games9 geschrieben. Ich habe mich schon gewundert, warum du mich meinst, wenn ich nichts mit klein gesagt habe. Ich meine, ich dachte, ich hätte nichts mit klein gesagt. Könnte sein, ich kenne mich selber nicht. Oh. Seltener Wüstenfisch. God fucking damn. Ich muss ihn fangen. Da blubbert es. Die, oh fucking Christ, oh Jesus. Oh my Jesus. Okay. Super Agrofisch, ey. Ich war mal gut im Fische fangen. Jetzt kannst du es vergessen heutzutage.
Ich hab die größten Kackviecher gefangen. Mit einer schlechteren Angel sogar noch habe ich sie gefangen. Nein, Fliege, geh weg. Nice. Sandfish. Köder. Solange hier die Blubberblasenstelle ist, müssen wir das ausnutzen. Nice. Nice. Oh, nice. Ich habe noch nicht so viele von denen gefangen. Jetzt jedes zweite neuer Rekord. Alter, so. Oh Gott. Oh Jesus fucking. Wow, was ist denn das da? Are you kidding me? Wow. Holy shit. Voll am Abspasten, Mann. Oh Gott, das ist hardcore, das Vieh. Was auch immer es ist, ich will es haben, aber es ist so schwer zu fangen. Oh, guck, da ist es schon wieder. Holy shit, Mann. Nein, Fliege! Geh weg! Muss das sein? Oh mein Gott! Ah! Fuck! Nein, oh, dumm. Das ist wieder ein Sandfish. Das ist nicht das brutale Vieh von gerade eben. Komm schon. Oh, das ist es wieder. Wie soll man das fangen? Das ist doch verrückt. Ach, ich glaube, ich habe gerade nichts an der Angel, was mir das Fangen leichter macht, ne? Ja, ja, ich habe keinen Bobber an der Angel. Gott, wie lang dieser Teich, die Stelle an dem Teich gerade so. Die Blubberbläschen sind normalerweise eigentlich deutlich schneller weg. Ich meine, wenn sie jetzt da bleiben wollen, dann umso besser. In einer der Schatzkisten kann auch ein Bobber drin sein manchmal. Ich habe mich ziemlich schnell wieder reingefunden. Gerade eben noch mega die Probleme mit den Sandfishes gehabt und jetzt gehen die super easy, weil ich mich an diesen krankhaften Fisch davon vorhin schon ein bisschen angefangen habe zu gewöhnen, aber richtig gewöhnt noch lange nicht. Dieser eine zuckende Fisch da. Ja, zu weit. Okay, ich muss mal, das verschwindet einfach nicht, deswegen lass uns noch in den Dungeon reingehen und da schon einen schnellen Kreis ziehen, damit wir auch noch was hinkriegen.
Oh, Motherfucker. Oh, das hat ja gar keinen Schaden. Okay, also... Das ist nur zum Stein abbauen. Alles klar. Ich wollte testen, ob das irgendwie auch mega den Schaden an Monstern macht, aber der Schaden, der ist halb so hoch, wie ich mit meinem Schwert mit einem einzigen Hit mache. Ich dachte, vielleicht kann ich damit das Schleimvieh und alle Kinderschleimviecher, die in ihm drinstecken, pulverisieren, aber... Eine ganze Familie pulverisieren. So grausam. Da denkt man, Stardew Valley hat FSK 8, aber dabei ist es eine blutige und grausame Geschichte. Von Massenmördern. Badum! Da. Oh yes. Nein. Was leuchtet denn hier so? Nix? Okay. Weird. Das alles? Hier noch Loot? Okay, nichts Besonderes. Jetzt können wir hier die Bombe setzen. Weg da! Oh! Nice. Oh, nice! Omnigeode, das nehmen wir mit. Und Loch nach unten. Abkürzung, weil ich sollte mich vielleicht erstmal kurz heilen. Das ist hier. Okay. Und runter. 8 Level nach unten gefallen. Nice. Whoop, whoop, whoop. Ach, da ist es. Ich wollte gerade sagen, schließe es. Da lohnt es sich nicht so sehr hier auf diesen Levels. Braucht dafür wieder einen schönen großen Gang. Ein schönes, saftiges Stück Fleisch. Nein, nein, links. Komm schon, schlag links zu. Nein! Guck, und dann werden die immer zu so einem kleinen Haufen, aber ich habe sie nicht. Ah, da, gut. Oh, das schreit hier geradezu danach. Oh, yes. Abgezogen. Oh! Ich werde auch Karl der Kahle genannt. Oh, nice. Was? Nichts? So viel hier schon getötet, so viele Steine zerstört und es war kein Abgang nach unten. Oh nein. Oh nice. Puh.
Weiß nicht, warum ich ein Stockwerk runtergegangen bin und erleichtert war, runterzugehen. Hier ist es genauso schlimm wie oben. Oh, wir haben schon 10 vor 10. Ich muss langsam wieder anfangen, auf die Uhrzeit zu gucken. Also in-game, nicht real-life. Oh, da drin wird die Bombe genau richtig sein. Ich wünschte, ich könnte denn einen Buff von einem der Ringe, die ich habe, die mich schneller laufen lassen, nachdem ich einen Gegner getötet habe, dass ich den immer aktivieren könnte. Oder öfter aktivieren könnte durch andere Sachen. So eine prozentuale Chance, auch wenn ich irgendwie einfach einen Gegenstand zerstöre. Eigentlich wollte ich eine Bombe hochgehen lassen, aber die Bombe wäre nur Verschwendung. Aber hier kann man sie hochgehen lassen. Oh, noch ein Loch. Nice. Loch ist Loch. Ich glaube, über Level 20 war ich sogar noch nie hier in den Höhlen. So wie jetzt gerade. Pow. Nice. Oh, stimmt, ich wollte eigentlich noch unbedingt nachgucken gehen, wie viele Schleimkills ich jetzt schon hatte. Das machen wir dann morgen. Oh, Hardwood. Nice. Nein. Nein. Ja. Was? Nichts? Oh, wir haben schon 12 Uhr. Müssen raus. Nicht in Ohnmacht fallen hier. Okay, wenn wir jetzt Geld verlieren würden, wäre das auch nicht mehr so schlimm eigentlich, weil wir haben so viel hier noch übrig. Und momentan spare ich für nichts. Das letzte, für was ich gespart hatte, war die Statue, die 1 Million gekostet hat. Die mega teure Statue. Und seitdem... Das war so, glaube ich, die letzte große Investition, die ich machen wollte. So. Gott, habe ich viel Zeug zum Verkaufen. Alles Zeug, was ich nicht brauche. Ich freue mich auch schon, morgen die ganzen Geoden aufknacken zu gehen. Und zu gucken, was da so rauskommt. Oh yes! Iridiumerz. Ich kann einen neuen Barren machen. Was? Ach nee, 5! Nein! Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, es wären 4, die ich da brauche. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Morgen, glaube ich, gehe ich dann mit den Bomben weiter. Vielleicht kriegen wir sogar jetzt schon ein Level-Up für etwas. Also durch das ganze Explodieren und so weiter. Habe ich schon genug Schleim getötet? Nee, ne? Ist ein Geburtstag morgen? Oh, Linus hat Geburtstag. Wichtig. Gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, gibt es irgendein Skill-Up? Vielleicht. Also Angeln unwahrscheinlich, aber vielleicht. Ne, was war das eine? Kein Skill-Up. Oh. Was war das andere?
Doch, Mining, stimmt. Und ich habe auch gehört eigentlich, dass wenn du Dinge mit einer Bombe wegsprengst, dass es auch zu Mining gehört. Egal, ob du es mit einer Spitzhacke abbaust oder mit einer Bombe zerplatzen lässt, wie auch immer. Schade. Das wäre jetzt, aber mit den Bomben kommen wir auf jeden Fall schneller voran mit Mining, so viel ist klar. So, Kokosnuss, das ist für den Linus. Gut, aber hier würde ich sagen, machen wir dann morgen das nächste Mal weiter. Machen einfach weiter die Tage. Und schauen, wie weit wir hier mit unserem schönen Bauernhof kommen. Und dann werden wir den letzten Monat, die letzte Jahreszeit im letzten Jahr fertig machen. Morgen jetzt nicht, aber weiter voranbringen. Und dann werde ich mich wohl oder übel, auch wenn ich eigentlich nicht will, mich von Stardew Valley trennen. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass wir dann irgendwann Stardew Valley in Zukunft auch noch zur Entspannung ab und zu abends einschmeißen werden. Aber jetzt erstmal so zum Beenden der Standardspiellänge. Das wird so Ziel Nummer 1 erstmal sein.